Dieser Wurm ist in Australien lebend aus dem Gehirn einer Frau herausoperiert worden. Laut den Ärzten hatte die 64-Jährige über Gedächtnisprobleme geklagt. Daraufhin wurde eine Kernspintomographie ihres Gehirns vorgenommen. Auf den Aufnahmen erkannten die Mediziner zunächst nur eine atypische Verletzung. Bei der anschließenden Operation erlebten die Ärzte dann eine Überraschung. Das menschliche Gehirn ist ziemlich groß, aber nicht riesig. Und dieser Wurm war 8 cm lang. Er war lebendig und zappelte, als unser armer, aber sehr geschickter Neurochirurg ihn herausnahm. Der Parasit kommt normalerweise in Kängurus und bestimmten Schlangen vor. Dass er sich in einem Menschen oder einem Säugetier einnistete, wurde zuvor noch nie beobachtet. Die Frau könnte nach dem Sammeln essbarer Pflanzen von dem Wurm befallen worden sein. Wahrscheinlich seien die Pflanzen mit Schlangenfäkalien verunreinigt gewesen und hätten Larven des Parasiten enthalten, hieß es.